Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Master of Orion 2 Battle at Antares. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass die Antaraner sich jetzt darum kümmern wollten, die Mekklar anzugreifen. Wir haben immer noch große Probleme mit den Alkari, die also hier in Andromeda einen sehr, sehr stark befestigten Planeten haben. Wahrscheinlich werden sie die Sternenbasis, die sie dort haben, irgendwann mal zur Gefechtsstation upgraden. Ein ganz großes Problem für uns ist auch hier dieses System Sadr. Und zwar, weil die Alkari hier in einem Nebel siedeln. Wir können das System natürlich angreifen, allerdings hätten wir dann keine Schutzschilde. Und wir sind recht überlegen, was unsere Schutzschilde angeht. Wir haben nämlich schon die Schutzschilde Stufe 3 erforscht. Das heißt, wir haben zwar die besseren Schutzschilde, die Alkari haben aber die wesentlich bessere Schiffsverteidigung, also noch ein Vorteil, der aus dem Kulturbonus heraus resultiert. Ich zeige das nochmal ganz kurz. Hier sind die Race Statistics, also die Völkerstatistik. Plus 50% Schiffsverteidigung haben sie und das ist für uns ultra schwer zu knacken. Dann schauen wir nochmal ganz kurz in den History Graph rein. Was die Technologie anbelangt, sind wir noch knapp hinter den Burathi, wobei ich echt nicht weiß, wie die so hoch gekommen sind. Die sind normalerweise ziemlich schlecht bei Forschung. Wir haben mal so knapp die Mekklars überholt. Ja, was die Flotte angeht, sind wir mittlerweile auf Platz 3 ungefähr, also mit so ein paar Ups und Downs, wie man das hier jetzt echt schön sehen kann. Die Alkari haben viel Flotte an die Mekklars verloren, werden wahrscheinlich aber bald wieder ein Schlachtschiff nachgebaut haben. Die AI cheatet sich das da schon irgendwie immer zusammen. Was die Gebäude angeht, sind wir sehr, sehr weit vorne. Und was die Population angeht, holen wir auch so langsam die Sakra ein. Die Alkari sind jetzt momentan stark geschwächt und ich denke darüber nach, ihnen jetzt einen Friedensvertrag anzubieten. Die Flotte ist ja soweit am Boden. Tja, okay, ich sag nur mal wieder eins, du dummer Vogel hast den Vertrag gebrochen und nicht ich, ja. Aber okay, sie wollen den Friedensvertrag nicht annehmen. Das hätte mich jetzt auch gewundert, die ruhen sich einfach darauf aus, dass sie halt mit mittelmäßig ausgerüsteten Schiffen einfach so peu à peu alles platt schießen, was wir denen da entgegenbringen. Ja, wir bauen derzeit noch an zwei Raumschiffen rum. Oh, ich sehe gerade hier, das ist ja noch eine Hephaistos 1. Die müssen wir natürlich ersetzen durch eine Hephaistos 2. Ja, einfach weil hier die Massenkatapulte besser sind. Ich habe da jetzt keine Lust, großartig Neutronenblaster drauf zu packen. Es ist in der Regel doch empfehlsamer, die abgegradeten Massenkatapulte zu verwenden. Vielleicht bauen wir dann auch nochmal ein Strahlungsschild hinterher. Jetzt derzeit brauchen wir ein paar Schiffe, um unsere Systeme verteidigen zu können. Es ist ja auch, glaube ich, noch ein Siedler unterwegs ins CETI-System. Ja. Die automatisierte Fabrik können wir noch nicht kaufen, die ist noch ein bisschen teuer. Die Aphrodite rüsten wir auf jeden Fall mal auch. Die Merkurit-Raketen sind eine sehr gute Waffe. Moment mal, halt, stopp. Was mache ich denn da? Wie sah denn das hier nochmal aus? Da, mit Störsendern. Okay, gut, ja. Ich glaube, damit lässt sich was machen. Das kostet die Robo-Bergbauanlage, die ist ein bisschen teuer, finde ich. Ja, okay, so sieht's dann erstmal aus. Wir speichern mal ab und nächste Runde. Die Sakra bedanken sich für den Handelsvertrag. Ich würde gerne demnächst auch hier die Schiffe nachrüsten und wir brauchen jetzt auch mal bald ein paar, Schlachtschiffe. Vielleicht werde ich mal eins designen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, finde ich. Ja, das kaufen wir für 218 ein Schnäppchen und für 200 ist es mir noch ein bisschen zu teuer. Jägergarnison ist auch noch ein bisschen teuer. Wir haben hier noch einen Siedler fertig. Den schicken wir auch direkt nach CETI, um dort hier jetzt erstmal Verteidigungsanlagen aufzubauen. Strahlungsschild und Robo-Bergbauanlage. Auf dem nächsten Platz steht Jägergarnison. Gut. So, jetzt haben wir auch hier unsere Flotte in Eridani fertig. Ich glaube, wir lassen die auch da. Ja, Kari haben wir wohl schon. Ne, es ist ein Truppentransporter. Ich glaube, die bauen bald ein Schlachtschiff nach. Wir holen uns nochmal eine Audienz. Wir sind ja eigentlich soweit mit allen irgendwie friedlich, außer mit den Dödeln hier. Und ich, Gott weiß,
Gott weiß echt, warum die Leute jetzt auf einmal so am Rad drehen. Haben wir hier noch irgendwas Gefährliches? Die Burathis stehen hier unten. Die sollten sich nochmal mit den Alkari knüppeln, fände ich sehr gut. In Centauri können wir dann auch nach der Hephaistos, ja, Terraformung ist natürlich gut, damit wir hier mal einen terranischen Planeten draus machen. Was kostet die Terraformung? 250. Ich wäre jetzt fast für einen Koloniestützpunkt. Der ist noch ein bisschen schneller und bringt uns noch einen Planeten, den wir auf jeden Fall sicher halten können werden. Draconis, der Planet ist winzig. Hier haben wir aber noch ein paar wichtige Sachen vorher zu erledigen. Zygnae ist auch nochmal so eine Sache. Da können wir nicht viel machen. Eridani ist. Der ist zwar auch arm, aber ich bin auch gewillt, den zu holen. Nach dem Strahlungsschild, was kostet die Terraform 250? Bauen wir auch nochmal einen Koloniestützpunkt vorher. Wir holen uns jetzt halt, das sieht jetzt vielleicht ein bisschen wahllos aus, es ist aber gar nicht, es steckt schon ein gewisses System dahinter. Ich gehe schon davon aus, dass die Alkari auch viele Planeten kontrollieren. Sie haben ja immerhin fünf Systeme, wir haben gerade mal sieben. Und wir müssen also schauen, dass wir zumindest hier. Ob die Meckler uns das Böse nehmen, wenn wir da ein Kolonieschiff hinschicken? Wahrscheinlich ja. Und wir müssen jetzt also schauen, dass wir hier ein bisschen mehr auf den Apfel kriegen. Also, wir haben, ich muss jetzt nochmal hier so gerade ein bisschen unsere Gesamtsituation bewerten. Wir haben einen schlechten Start gehabt, finde ich. Wir hatten hier Glück mit Eridani und Centauri. Hatten wir gute Planeten, aber doch in Summa. Wir haben hier keinen einzigen Planeten. Wir haben hier keinen einzigen Planeten. Wir haben hier drei Gasriesen. Wir haben hier einen armen Verstrahlten. Und ja, was kommt in Frage? Sirius, ja klar, gut, der ist ultrareich. Das ist natürlich ein guter Planet für uns. In Sahu zwei Arme und ein Wind, nee, ein armer und winziger Reicher. Also wir haben insgesamt relativ wenig Platz gehabt, hier Kolonien zu entwickeln. Unser bestes System dürfte bald Eridani werden. Und natürlich, Sonne ist für uns noch auch ein ganz wichtiges. Vielleicht werden wir auch hier mal bald den Planeten aufpäppeln. Wobei ich das momentan noch ganz gut finde, hier die Siedler auf die anderen Planeten zu verteilen. Das scheint ganz gut zu klappen. Koloniestützpunkt, steht Sternbasis. Meklas und Burathi befinden sich im Krieg gegeneinander. Warum die Meklas und die Burathi? Finde ich komisch. So, wie sieht denn das hier aus? Verschmutzung ist relativ hoch. Bauen wir mal den Atmosphärenerneuerer. Danach ein Forschungslabor und ein Supercomputer. Vielleicht. Weltraumhafen ist auch ein Schnäppchen. Den bauen wir vielleicht noch vorher. Und dann gucken wir mal weiter. Das ist jedenfalls ein Q. Die macht einen ganz ordentlichen Eindruck. So, ein Spielzug bis nach Eridani. Wir werden jetzt auch mal so langsam diese Abfangjägerflotte ausdünnen, denke ich. Wir haben noch zwei Kommandopunkte übrig. Wir können durchaus minus zwei Kommandopunkte uns erlauben. Das halte ich für kein Problem. Ach, mir fällt gerade ein, ich habe meine Uhr gar nicht hier liegen. Muss mal gerade schauen. Jetzt kann ich so, ich muss halt, das Problem ist, ich kann bei Master of Orion 2 nicht auf den Desktop gut wechseln, weil das Spiel dann manchmal crasht und das möchte ich jetzt natürlich nicht. Okay, gut, ich schaue einfach mal hier auf die Uhr von meinem Handy und dann werde ich das schon sehen. Ja, den Burschen aus Eridani, der kommt mal hier auch noch mit in die Produktion rein. Hier sehen wir auch schon, das ist sehr, sehr, sehr viel Produktion und wir haben nur drei Verschmutzungseinheiten. Ich glaube, wir kaufen uns jetzt die automatisierte Fabrik. 150 ist in Ordnung. Die Jägergarnison 160 können wir auch direkt mal kaufen. Und ich meine, wir sollten jetzt also schon, wir machen so viel Kohle jede Runde und das Ganze bei 0% Steuern. Wir sollten also schon darauf achten, dass wir jetzt mit dem gezielten Einsatz unserer Finanzreserven die Produktion insgesamt beschleunigen. Ein Siedler in CT eingetroffen. Gut, dann haben wir wieder einen Transporter übrig. So, was bauen wir hier? Wir fangen mal hier an, nochmal ein paar Spione zu bauen. 92 Produktionseinheiten, 58, 51, alle zwei Runden. Das müsste eigentlich ganz gut hinhauen. Sirius ist einer, sind
Ach, da ist eine Aphrodite, okay. Ich will mir jetzt noch hier keine Blöße geben. Deswegen lasse ich die Schiffe momentan noch da stehen. Koloniestützpunkt ist nächste Runde fertig. Dann wird der dritte Planet in Eridani kolonisiert. Der ist zwar arm, aber es ist in Ordnung. Er ist mittelgroß, bietet sich vielleicht an, um da einen Forschungsplaneten draus zu machen. So, Nummer 1. Hier wird gebaut, automatisierte Fabrik, Robobergbauarbeiter, den Strahlungsschild, Raketenbasis und Jägergarnison. Infanteriekaserne und Holosimulator. Das sind so die wichtigsten Gebäude für uns. Auf dem Desinklonzentrum, Spion, auf der Terraformung, Forschungslabor. Okay. So, irgendeine Truppenbewegung, ja. Die Alkari greifen nochmal hier die Sakra an. Knollams mit einem dicken Schlachtschiff. So langsam müssen wir von diesen Kreuzern wegkommen. Ich habe keine Lust mehr, Kreuzer zu bauen eigentlich. Die Hephaistos 2 machen wir auf jeden Fall noch. Also wir brauchen noch ein weiteres Schiff, um hier diese Schiffe abziehen zu können. Die ziehen wir nach Eridani. Vielleicht können wir hier mal einen Tausch machen. Tauschen einfach mal die Flotten aus. Und bilden die Flotten dann in Eridani fort. Dort haben wir auf jeden Fall genug Möglichkeiten. Wir haben hier noch einen Kolonisten fertig, aber du gehst dann lieber mal zum Wohnungsbau über. Und haben wir noch irgendwo einen Terranischen hier? Drakonis könnte noch einen bauen. 7 Frachter haben wir jetzt übrig. Der geht also direkt auch wieder auf die neue Kolonie. Ein Spielzug, das geht ja fix. Das machen wir nächste Runde direkt nochmal. Und wir haben die Mikrobiotik erforscht. Die erhöht jetzt also das Bevölkerungswachstum auf allen Planeten um 25% und halbiert die Wahrscheinlichkeit, dass Todessporen Kolonisten töten. Haben wir das telepathische Training, das gibt uns nochmal einen 5% Spionagebonus. Und jetzt ist die Frage, wo wir weitermachen. Wir können natürlich hier Gravitationsgenerator, Traktorstrahl und Gravitationsstrahl erforschen. Also der Gravitationsstrahl ist eben eine sehr gute Waffe, wenn man Schilde umgehen kann, weil er Strukturschaden macht. Mit dem Traktorstrahl kann man ein gegnerisches Schiff festhalten. Das ist aber nicht unbedingt zu empfehlen für uns derzeit. Es ist vielleicht ganz nett, wenn man ein gegnerisches Schiff entern möchte. Das ist für uns aber noch nicht so sinnvoll. Dann haben wir nur hier den Gravitationsgenerator. Den könnten wir also ganz gut gebrauchen, um unseren ultrareichen Planeten, um dort die Schwerkraft anzupassen. Dort ist ja momentan hohe Gravitation. Und ich denke, das werden wir machen. Denn dann können wir auf dem Planeten richtig, richtig krass produzieren. So, Weltraumhafen wird als nächstes gebaut. Siedler 1 in Eridani eingetroffen. Wir schicken noch direkt den nächsten Siedler rüber. Ja. Die ist mir noch ein bisschen teuer. Das ist in Ordnung für 100. 355 ist auch noch ein bisschen teuer, finde ich. Zygni sollte eigentlich lieber hier weiter produzieren. Robobergbauanlage ist gut. Infanteriekaserne schicken wir mal hinterher. Hier ist ansonsten schon eine ganz gute Verteidigung am Start. Schadet auf jeden Fall nicht, wenn wir noch so ein paar Schiffe hier haben. Was machst du? Oh, da haben sie ein neues Schlachtschiff gebaut. Ich frag nochmal nach einem Friedensvertrag. Wollen sie immer noch nicht machen? Okay, also das werden dann, das ist natürlich sehr ärgerlich, das werden dann unsere Dauergegner sein. Und finde ich jetzt gar nicht gut. Schauen wir nochmal gerade. Ja, Gravitationsgenerator. Ich denke, danach werde ich die Wettersteuerung und die unterirdischen Farmen machen. Also die unterirdischen Farmen erzeugen nochmal, wie die hydroponischen Farmen, Nahrungsmittel auf einem Planeten, auch wenn der unfruchtbar ist. Die Wettersteuerung beeinflusst die Fruchtbarkeit pro Kolonist. Also jeder Farmer erzeugt 2 Punkte mehr. Ist der absolute Hammer. Dann kriegen wir so viel Siedler wieder frei,
Dann brauchen wir hier nur noch die Hälfte und hier nur noch die Hälfte. Und die da würden auch, also die zählen auch als Kolonisten, die würden also auch noch mehr Nahrung erzeugen. Nein, zu teuer. Hopsala, nein, das meinte ich jetzt nicht. 220, ja, das ist in Ordnung, die kaufen wir. Okay, nächste Runde. Wir speichern nur nochmal ab. So, Spion, Koloniestützpunkt, Supercomputer und Bergbauanlage, Raketenbasis, lesen wir das ein, Siedler ist eingetroffen. Gut. Centauri hat ein neues Schiff fertig gebaut. Schicken wir jetzt mal übergangsweise nach Eridani. Wo wir dann jetzt hier ein Schild weiter bauen werden. Ich halte aber mal an diesen Abfangjägern fest. Gefechtskapseln. Verstärkter Rumpf. Tja, wir könnten natürlich hier so ein Spählabor draufpacken, dann kriegen wir noch Forschungspunkte. Nee, ist natürlich totaler Quatsch. Wir bauen also hier die Abfangjäger drauf. So, vier Stück. Und dann machen wir noch mal ein paar Punktverteidigungswaffen. Autofeuer, Punktverteidigung, Massenkatapult. Oder, ne, Moment mal, das Autofeuer machen wir mal raus. So. Dann kriegt das Ding jetzt auch noch einen griechischen Namen. Nennen wir es Hermes 1. Hermes, der Götterbote, Gott der Händler und ich glaube auch der Diebe oder irgendwie sowas. Das geht ja da Hand in Hand. So, Hermes 1 wird fortgebildet. Nächste Runde. Supercomputer ist auf Sirius fertig geworden. Dann ist der Planet auch schon fast ausgebaut. Freut sich also auf den Gravitationsgenerator. Die hydroponischen Farmen baue ich jetzt nicht mehr. Die erzeugen zwar Nahrung, kosten aber auch 2 Punkte an Instandhaltung. Das ist mir, also für meine Begriffe rechnet sich das nicht so. Wir bauen stattdessen das Klonzentrum. Und hinterher können wir nochmal eine Terraformung schicken. So, Supercomputer in Eridani ist die Terraformung nur eine Stufe weiter. Hier sind wir jetzt auf Sumpf. Wir haben nochmal 4 Frachter übrig. Das müsste ein bisschen eng werden hier. Gucken wir mal, was können wir hier kaufen? 205, 395, 460, alles sehr teuer. Da merkt man direkt hier, die brauchen 13 Runden bei einem armen Planeten. Also, da ist schon was dabei. Ja, wir kaufen die für 205. Ich denke mal, wir schieben hier noch einen Frachter dazwischen. Machst du mal noch ein bisschen Landwirtschaft? So, was geht denn hier? Alles noch in Richtung Sla. Gefällt mir ganz gut. Das Problem ist natürlich nur, dass die Alkari, sobald sie mit den Sakra nicht mehr zurande kommen, sich wieder auf uns konzentrieren werden. In Zügni müssen wir auch auf jeden Fall bald einen Koloniestützpunkt bauen. Den Strahlungsschild haben wir schon fertig. Ich denke mal, hier gehen wir hier nach der Infanteriekaserne auf den Koloniestützpunkt. Die wichtigsten Verteidigungsanlagen haben wir, glaube ich, schon gebaut. Da ist die Raketenbasis, da ist die Jägergarnison, da ist der Strahlungsschild, da ist schon mal was auf dem Appel. Wir haben jetzt auch ein paar Spione mehr, 7 Stück. Schauen nochmal in die Technologie rein. Das ist ja für uns das Interessanteste. Ganz dicht hinter den Burathi.
momentan sogar auf Platz 1. Die Mekka scheinen eine große Flotte gegen die Antaraner verloren zu haben. Wäre jetzt natürlich eine Option, den Mekka den Krieg zu erklären. Vielleicht machen wir das auch noch und holen uns deren Planeten. Wir holen uns mal hier den Report über die Mekka. Also, telepathisches Training Neuronen, Scanner Spionagenetz. Fortschrittliche Schadenskontrolle setzt die Schiffe zwischen den Gefechten wieder in Stand. Überlebenskapseln, Laserkanonen, Lasergewehr, Impulsgewehr. Okay, Tachyon-Kommunikation, Alien-Psychologie, Regierungssitz, das ist klar, so, Kolonie sagt. Gefechtsstation, Sternbasis, Raketenbasis, Jägergarnison, Infanteriekaserne. Okay, die haben also die haben die volle Packung. Atmosphärenerneuerer, Verschmutzungsprozessor. Wenn ich dann richtig in der Annahme gehe, haben sie keine Merkurit-Raketen, oder? Okay, die haben sich das dann irgendwie zusammengetauscht oder geklaut. Das ist halt natürlich extrem ätzend. Also die sind ja alle, die haben irgendwie alle gegenseitig untereinander offenbar ihre Technologien ausgetauscht, sodass die Mekka also auf dem neuesten Stand eigentlich sind. Sie haben keine normalen Abfangjäger, dafür die Enterfähren. Sie haben Schutzschild Klasse 1. Vermutlich tauschen sie mit den Alkari, die traden sich das so gegenseitig zu. Ja, das ist natürlich totaler Müll, ne? Allerdings haben wir hier leichtes Spiel, wenn wir uns den Planeten holen. Und ich denke, wir riskieren den Krieg mit den Mekla. Hier drüben müssen wir eh verteidigen. Ich speichere mal ab. So, wir gucken uns noch eine Runde an. Ne, wir haben wieder einen Frachter frei. Schön. Ja, dann gehst du mal nach Zeti. So, wir gucken uns jetzt noch eine Runde an und dann werde ich das Let's Play an der Stelle beenden, denke ich. Steht Spion. Nachgerüstet, Hermes 1. Dann können wir mal gucken, was wir jetzt hier bauen. Wie wäre es mit einer Terraformung? Frachterflotte. Jägergarnison, ja. Gnollams und Daloks haben Frieden geschlossen, okay. Ist ja jetzt natürlich doch gerne, was so der Heimatplanet von den Daloks macht. Hier in Außenposten gründen und rüberfliegen. Naja, es ist dann auch wieder ein bisschen riskant. Wir werden jetzt erstmal in Eridani noch ein Schiff nachrüsten. Was haben wir hier? Spider 2, genau, da wird ein Hermes 1 draus. Nee, Moment, ich überlege gerade. Ich kann eigentlich meine Flotte hier nicht abziehen. Die Mekla machen mir sonst Probleme. Fliegen mit dem Jungen mal rüber nach Sirius. Nicht die Meklas, die Alkari meine ich natürlich. Die machen mir sonst große Probleme. So, da ist schon das zweite Kolonieschiff. Also jedenfalls werden wir als erstes in Shira angreifen. Dort, wo der ultrareiche Hoch-Gaia-Planet sich befindet. Da ist der Kolonieschützpunkt nächste Runde fertig. Und in CT müssen wir gucken, dass wir da auch bald zurande kommen. Ja, okay, Leute. Also, ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zugucken. Freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Es hat mir Spaß gemacht. Nächste Runde, wenn wir weiterhin kolonisieren. Es ist ein sehr strategisches Geplänkel der Zeit ohne wirkliche Schlachten. Aber wir tacken weiter hoch und werden versuchen, die Gegner abzuhängen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.